sich dann auch durchschlägt, dass man dann plötzlich feststellt, es gibt Stichworte, die lösen dann auch sozusagen im Business-Bereich. Bei uns nicht. Mhm. Nein. Okay. Also das ist bei uns eigentlich wirklich mehr ein Produkt- und Leistungsangebot der Unternehmen. Mhm. Es hat nichts so mit den aktuellen Situationen zu tun, die irgendwo täglich mal wieder neu aufkommen. Da sind wir eigentlich nicht die richtige Suchmaschine. Bei uns kann man sagen, okay, ich suche für meinen Geschäftsbereich irgendwo neue Produkte oder Partner oder ich brauche Zulieferer oder so etwas. Das ist für uns richtig, alles andere nicht so. Was sind die Branchen oder die Geschäftsfelder? Breit, 6000 Branchen. Also da können wir nicht sagen, wir sind nur im Maschinenbau oder wir sind nur im Bereich der Pharma- oder Medizintechnik, sondern wir sind dort voll aufgestellt. Vom Handel zur Industrie, vom Dienstleister bis hin letztendlich zum Handwerksbetrieb auch schon. Wie sind Ihre Prognosen oder Perspektiven? Was kann daraus noch werden? Die sind aus einer Berufssuchmaschine. Also ja klar, wir internationalisieren jetzt schon. Wir haben uns also die ersten 6 Jahre mit dieser Suchmaschine erstmal gefestigt, konsolidiert hier in Deutschland, uns dort einen guten Kundenstamm zusammengearbeitet. Und beginnen jetzt damit eben in verschiedenen Ländern Niederlassungen aufzumachen, also europaweit ein bisschen anzugreifen. Ich denke aber, It's Better ist nur eine Insellösung. Wir haben noch verschiedene andere Lösungen, die jetzt alle nach und nach mit eingestellt werden, so dass es für unsere Kunden, ja, ich denke mal, ganz breites Spektrum der Möglichkeiten gibt, sich bekannt zu machen über Pressearbeit, über und. Also da kommt noch viel danach, was wir anbieten werden, so im Laufe auch dieses Jahres. Ne? Ja, ja. Das Land Baden-Württemberg, ist es besonders gut mit seinen Unternehmen vertreten, können Sie das sagen? Ja. Oder ist es mehr also, Zufall, dass Sie jetzt in Baden-Baden sind? Na, Zufall nicht. Meine Frau wohnt dort. Ja. Also der Zufall, warum ich dahin gekommen bin, ist natürlich meine Frau. Muss aber dazu sagen, dass es hier einfach in Baden-Baden schön lebt und dass man dort, wenn man mal Pause macht, sich auch erholen kann. Und Baden-Württemberg ist einfach ein Land, was mir persönlich so von der Natur her sehr gut liegt. Wo kommen Sie ursprünglich her? Berliner, richtig, ein Ur-Berliner. So ein bisschen hört man es. Ne? Klar, die Jahre haben es ein bisschen so verschleiert, aber der Ur-Dialekt ist Berlin. Ja, Herr Goretzky, schönen Dank, dass Sie da sind und uns erzählt haben von It's Better, der Suchmaschine, die Geschäfte und Unternehmen und Dienstleistungen, Kunden und Lieferer zusammenbringt. Um Kunden und um Dienstleister geht es auch im nächsten Beitrag. Kunden finden und gute Geschäfte machen, davon träumt jedes Unternehmen und jeder Geschäftsmann. Aber damit ist noch nicht alles gut, denn auch wenn die Abschlüsse getätigt sind und die Ware geliefert ist und die Rechnung gestellt wird, dann dauert es mitunter sehr, sehr lange, bis der Kunde auch tatsächlich zahlt und die Gelder tatsächlich gutgeschrieben sind. Und manchmal dann zahlen auch die Kunden und dann stellt sich hinterher heraus, dass die Schecks nicht gedeckt waren und prompt wird der Guthabenbetrag vom eigenen Geschäftskonto auch wieder zurückgebucht. Eine für Geschäftsleute eigentlich sehr wünschenswerte Alternative bietet die RB Heidelberger Factoring AG. Sie verspricht nämlich, die Bezahlung sofort nach der Rechnungsstellung unmittelbar zu übernehmen und kümmert sich dann selbst darum, dass das Geld vom Kunden auch wieder reinkommt. Dieser Vorgang, der nennt sich Factoring und heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Factoring AG die Forderungen, die ein Unternehmen zum Beispiel aufgrund von Warenlieferungen an einen Kunden hat, abkauft. Wolfgang Reiserer ist der Vorstand der RB Heidelberger Factoring AG. Guten Tag. Sie müssen doch eigentlich sehr beliebt sein bei allen Unternehmen, die sagen, also endlich habe ich einen gefunden, der seine Rechnung oder meine Rechnung sofort bezahlt. Es ist richtig. Wir haben derzeit eine große Nachfrage, gerade derzeit in den Themen der Liquiditätsversorgung, der Sicherheiten, wo, wenn man die Zeitung heute aufschlägt, jeder von Bankenkrise, von Finanzkrise spricht, sagt, welche Alternativen gibt es denn? Wie kann ich mich mit Liquidität versorgen? Mhm. Weil ich darf vielleicht etwas noch erweitern, die Einleitung, die Sie sehr schön gebracht haben. Wir kümmern uns um das Eintreiben der Gelder. In erster Linie sieht der Factor sich aber als Spezialist, als Lieferant für Liquidität, die Forderungen sofort zu liquidieren, gar nicht erst den Kunden warten zu lassen. Zahlt er nicht, sondern dem Unternehmer umsatzkongruent, wie wir das so schön sagen, nämlich mit dem Verlauf des Umsatzes wirklich Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Und Sie haben dann einen langen Atem, das, was vielleicht der andere, der Mittelständler, Ihr Kunde richtig, nicht so hat. Richtig, wir haben den langen Atem. Das ist aber nicht allein die Lösung dieses Problems. Wir haben auch Zugänge zum Kapitalmarkt, dass wir diese Forderungen, dieses Ergebnis der Wertschöpfungskette, das ist die Rechnung, die als das, was entsteht in einem Unternehmen, nachdem ein Unternehmer sich intensiv gearbeitet hat, mit Liebe zum Produkt, dass diese Forderungen, die ihm eine Bank nur schwer finanzieren kann, die wir von einer anderen Sicht sehen können, weil wir seine Kunden kennen, wir analysieren die Bonität des Kunden, wir untersuchen die Wertschöpfungskette, wie ist die vertragliche Basis seiner Rechnungen, die entstanden sind, der Prozesse. Weil wir dieses Know-how haben, können wir zum Beispiel Forderungen auch wieder weiter am Kapitalmarkt finanzieren und können damit über einen Umweg Liquidität von Banken, von Investoren zum kleinen, zum mittelständischen Unternehmer bringen, die er vielleicht nicht alleine hätte erzielen können, wo er sich nicht so durchsetzen könnte. Aber Sie brauchen viel Kapital im Hintergrund. Ja, wir brauchen Kapital. Das ist Ihre Stärke. Richtig. So eine Aktiengesellschaft wie meine kommt nicht mit Mindestkapitalausstattung aus. Da muss mehr Kapital zur Verfügung gestellt werden. Aber selbst von einem Grundkapital von Factoring-Gesellschaften kann man das nicht finanzieren. Wir brauchen Zugänge. Wir arbeiten intensiv mit Banken zusammen. Es besteht kein Wettbewerb zwischen Banken und Factor, ähnlich wie es keinen Wettbewerb zwischen Leasinggesellschaften und Banken gibt. Wir ergänzen uns. Wir sprechen aus, Know-how und Wissen zu haben, um Forderungen, die einzutreiben. Wir nehmen das auch gerne Banken an. Wir arbeiten sehr gerne kooperativ mit Banken zusammen. Einige Banken haben eigene Factoring-Gesellschaften, kann man gerne dazu sagen. Also wir unterstützen uns, wir helfen uns gegenseitig und beim Unternehmer, mein Unternehmen richtet sich nun speziell an kleine und mittelständische Unternehmen. Könnte man ein Beispiel vielleicht schildern, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann? Was wäre ein typischer Kunde für Sie? Grundsätzlich müsste ich fast die ähnliche Antwort geben. Branchen sind fast offen. Ich habe Kunden aus allen möglichen Branchen. Aber zum Beispiel eine Vertriebsgesellschaft. Vertriebsgesellschaft für Babyspielwaren, für Kinderausstattung. Kauft in Fernost Ware ein, muss dort den Container ja bezahlen, wenn der aufs Schiff geht. Es sind herrliche Spielzeuge, sie sind gefragt. Liefert diese Spielzeuge, diese Babyausstattung an große Handelskonzerne, an kleine Babyfachgeschäfte. Und muss denen, muss die Finanzierung über Zahlungsziele gewährleisten für den Handel. Gibt 30 Tage, gibt 60 Tage Zahlungsziel. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, er zahlt den Container irgendwo in Fernost, muss er Vorleistung gehen, muss er finanzieren und bekommt seine Liquidität erst vielleicht nach 60 Tagen, vielleicht sogar erst nach 90 Tagen, nachdem er die Ware dem Unternehmer, dem Fachmarkt, dem Kaufhaus zur Verfügung gestellt hat. Und diese Spannbreite zu finanzieren, da können wir sagen, da können wir zumindest einen Teil der Strecke finanzieren, indem sobald er die Ware in sein Eigentum übernommen hat,